Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factory Town hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben hier jetzt natürlich langsam sicher, naja, da im Lager ist doch so ein bisschen Getreide wieder angekommen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht, aber wenn das Lager dort voll ist mit Getreide, dann können wir immer mal wieder ein neues Getreidefeld machen. So, hier muss der Dünger immer noch rein, das ist okay so. Ja, das ist hier bald voll so. Naja gut, das ist so zu erwarten gewesen, dass das irgendwann so kommt. Gut, kann der denn eigentlich düngen? Der kann auch düngen, ne? Aber wie kriege ich den Dünger da hin? Das ist gar nicht so einfach, weil nämlich hier oben ist alles dicht, hier ist alles dicht. Dann müsste ich ja hier eine Straße drüber bauen, die ihm dann hier zum Dünger bringen schafft. Aber gut, eigentlich düngen muss ich ja nicht. Ich kann das Lager einfach mal aufrüsten hier, weil wir da momentan das Geld und das Zeug alles dazu da haben. Dass da noch ein bisschen was reingeht und dann... Sollte das gut sein. So, wie sieht's hier aus? Kleidungsstücke werden hier gemacht. Mäntel gibt es hier 10 Stück. Wieso holt die keiner ab? Doch, ab und zu holt ihr sogar einen ab. Sollte vielleicht auch mal fahrtechnisch machen. Na gut, aber wir haben auf jeden Fall schon über 4000 blaue Münzen zusammengekriegt und 12.000 goldene Münzen und sind auf dem Weg, hoffentlich in der Schule das Bergbau zu erforschen. Das wird nicht billig, ich merke das schon, aber da können wir jetzt was gegen tun. Oder da will ich jetzt was gegen tun. Also, dass wir hier ziemlich schnell das Papier zusammenkriegen. Und da werde ich, sagen wir so, einfach mal hier jetzt eine kleine, ein Sägewerk anbauen. Ja, das wird eine Straße kriegen. Kein Förderband, ne? Ja, das kriegt eine Straße hier denn. So. Dann hier das... Jute Material da rein. So, in das Sägewerk. Und das Sägewerk kriegt das Rezept Papier und kriegt noch gebaut einen. Oh, jetzt haben wir hier oben eine Liste. Das war schon. Brunnen. Weiß nicht, ob das neu ist. Einen Brunnen und dann brauchen wir hier natürlich dann noch. Haben wir denn eigentlich neu? Was bemerkt ihr denn, dass wir was Neues haben? Man weiß es nicht. Ach, China haben wir neu. Stimmt, ja, wir haben ja... Ah, stimmt ja. Stimmt. Wir haben ja so ein paar Sachen neu jetzt. Wir haben ja die Eisenbahn erforscht am Ende der letzten Folge, beziehungsweise in der letzten Folge. So, und dann wollte ich hier ganz gerne nochmal bauen. Ah, die verschiedenen Spiele, dass das immer auf einer anderen Taste ist. So, Bahnstation brauche ich jetzt mal nicht. Nee, den sortiere ich auch nicht. Ich brauche einen Greifer. Der da das Wasser rausgreift. So, und jetzt wird hier nämlich hoffentlich ordentlich Papier hergestellt. Und dann kriegt er hier noch die Straße dran. Pfade, Straße. So. Und dann werden wir uns hier ein kleines... Machen wir hier noch ein bisschen breiter die Straße, weil die stehen da anscheinend dauernd vor. Dann bauen wir uns hier jetzt ein kleines Wägelchen. Zack. Und du lieferst... Escape. So. Du lieferst Papier in die Schule. So. Ich denke mal, da wird er jetzt auch fleißig zu tun haben hier. Papier wird wahrscheinlich mehr als genug hier sein, weil er ja das Holz ganz gut kriegt von dort. Momentan scheint hier ja auch nicht allzu viel Holz zu verbrauchen oder verbraucht zu werden. Von daher. So. Da soll die Schule jetzt nämlich ordentlich mal mit Papier versorgt werden, damit die Bücher machen können. 12-mal Papier oder ist das... Ja, Papier. Buch bringt 10 Punkte. Ah, okay. Verzaubertes Buch. Wie kann ich denn ein Buch machen? Warte mal, ein Buch kann ich doch... Da gibt es doch hier die Rezepte zu, ne? Hier wäre so ein Buchrezept. Hier Papier, ein Leder. Na gut, mit Leder haben wir jetzt nicht ganz so viel. Nee, Leder haben wir jetzt nicht ganz so viel. Ich das wieder aufbaue für Leder, damit ich Bücher kriege. Dann lasse ich hier erstmal lieber Papier machen. Und werde mir lieber noch einen zweiten Wagen dazu holen. Der das Papier von hier in die Schule bringt. So. Sollte sich das hier schon durchnivellieren. Hat er das Papier gerade hierher gebracht? Nee. Der hat Klamotten hierher gebracht, ne? Ja. Das ist der Gemischtwarenhändler. Gut. Also, Zufriedenheit haben wir auch. Wie viel haben wir denn Zufriedenheit? 73 Zufriedenheit haben wir. Das ist schon mal sehr schön. Das bringt ja auch nochmal einen Bonus. Dann haben wir... Warte mal, da müssen wir nochmal gucken, was fehlt uns denn hier noch? Achso, da fehlt uns bloß Mana-Steine eigentlich.
Da weiß ich noch nicht Mana-Scherben. Und was brauche ich? Ich brauche Mana-Kristalle. Also muss ich irgendeine Produktion haben. Wie kann ich denn Mana-Kristalle herstellen? Wirtschaft. Mana-Kristalle. Muss es ja hier geben. Aber Gegenstand. Milch. Magische Schienen? Nee. Ist hier nicht drin. Na, das ist ja... okay. Gut, dann müssen wir mal gucken. Wir haben, also auf jeden Fall haben wir hier bei Faden die Schiene neu. Und was haben wir noch neu? Bei Gebäude haben wir wahrscheinlich einen Bahnhof oder sowas neu. Mana-Reaktor. Erzeugt gleich eine schnelle Omni-Stein aus geladenen Mana-Kristallen. Verzauberer. Nee. Mana-Empfänger. Mana-Gitter-Elemente wird zurückführen. Okay. Mana-Sender. Mana-Förderer. Magierschmiede. Gegenstände für Verwendung von Wärme und Druck. Bergwerk. Erntet verschiedene Erze und Mineralien aus nahegelegenen Gelände. Ja, das ist mir auch klar. Ich kann ja, bin ja der Meinung, ich habe irgendwo gesehen zu haben, genau hier. Kohlelagerstätte, platzierte Stein und eine Erzlagerstätte. Da muss ich dann nur Bergbau erforschen zu und dann kann ich das nämlich machen. Und das ist nämlich noch ganz toll, da will ich nämlich unbedingt hin, dass ich das kann. Dann kann ich nämlich hier wirklich mal Tabula Rasa machen, alles wegreißen, weil dann kann ich nämlich das da hinsetzen, wo ich das hinsetzen will. Man muss bloß gucken, wie teuer das wird, ne? Was ich dafür alles aufbringen muss, damit das dann fertig ist. Aber das werden wir sehen. Damit wir dann nämlich genauso wie wir die Farm aufbauen, dann das Erzbergwerk extra machen können, dann machen wir dann eine Holzförderung, damit das Holz ordentlich gefördert wird und ja. So, und hier sehen wir jetzt aber schon, dass hier das Holz nicht mehr so nachkommt, wie wir es eigentlich gerne hätten. Da müssen wir wahrscheinlich ein paar Bäume pflanzen oder so. Kann ich denn hier, Moment, ich habe doch hier bestimmt den Baumsetzer hier. Ah, das ist alles gar nicht mal auf einer Höhe hier. So. Und da kann ich auf jeden Fall dann Bäumchen anpflanzen. So. Haben wir ein paar mehr Bäume hier drin. Dann hat er auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr, wo er Holz herholen kann. Dann werden wir den noch ein bisschen beschleunigen hier, den Jungen. Das ist ja nicht weiter schlimm, das kriegen wir ja hin. So, die Papierförderung ist nämlich hier richtig gut in Gange und der Bergbau, das geht richtig gut voran hier, ne? Also, das finde ich gut. Sehr schön. So, weil den Bergbau, den möchte ich wirklich erst erforschen, bevor wir dann hier die große Umstrukturierungsmaßnahme dann machen, weil dann werde ich nämlich das hier alles nochmal auseinanderpflücken und meine Nahrungsmittelproduktion nochmal komplett umändern. Bin mir fast sicher, dass ich das auf die andere Seite baue dann. Das wird sehr viel Zufriedenheit kosten im ersten Anlauf, weil dann erstmal kaum Nahrung kommt. Also, weiß ich nicht, ob ich die Nahrung hier lasse, aber ich werde das wahrscheinlich dann anders produzieren. Mit den Kornmühlen, zwei Kornmühlen, da werde ich eine Küche dazu mit 5 Mann drin und die werden aber sich nur um Brot kümmern. Nur um Brot. Und dann werden die auch exklusiv von einer Försterei die ganze Zeit beliefert mit Brennstoff. Dann werden wir mal gucken, wie viel wir da dann können. Und dann wird das halt mit Wagen zu den Gemischtwarenhändlern gebracht und dann müssen wir dann hier quasi, werde ich dann eine Dreifachstraße ringsrum um den Gemischtwaren oder um die Händler machen und dann werden die Gebäude drumherum gesetzt von den Wohnhäusern. Das Ganze findet dann aber wahrscheinlich hier hinten statt. Ich denke mal, ich werde hier den Teich zuschütten. Das werde ich alles auf eine Ebene bringen und dann werde ich hier vielleicht den Kern der Siedlung hinbauen. Ja, hier so den Kern der Siedlung hinmachen. Die Gebäude kann ich alle verschieben, wie ich will. Und dann werden wir da drumherum bauen. Quasi unser Haupthaus, die Basis brauche ich da jetzt nicht hinsetzen, aber das quasi die Gemischtwarenladen und dann wird da so ein Karree gemacht, dass da noch zwei Läden müssen da ja noch hinpassen, glaube ich. Oder mindestens ein Laden muss noch hinpassen, damit da was draus wird. So, hier die Maschinenhalle, die macht natürlich fleißig hier drei Dinger, drei Eisendings am Speicher. Naja, gut. Was soll's, so ist es halt. So, jetzt ist hier aber auch wieder das Lager vollgefüllt. So, nur hier läuft jetzt erstmal nichts hin, ne? Er hat immer noch keinen Brennstoff. Jetzt läuft mal wieder ein bisschen Brennstoff in die Richtung auch. Naja, mal gucken. Aber ab und zu läuft da was hin. Zu unserer Küche, zu unserem Fisch, zum gebratenen Fisch. Finde ich schon mal ganz gut hier. So, ja, der macht hier dann, ne, holt sich dann immer da einen Fisch raus. Aber das bringt dann ja auch immer Geld. Das ist ja ganz gut. Gebratener Fisch ist da und dann haben wir 12 Geld verdient. 12 solcher roten Münzen. Ich weiß gar nicht, ob ich die, kann ich die eigentlich eintauschen? Gegen irgendwas? Keine Ahnung. Dass ich die roten Münzen zu goldenen Münzen machen kann oder so? Weil das brauche ich ja dann hier. Ein Erdtempel, da weiß ich immer noch nicht, was ich damit machen soll. Aber hier hinten
Na gut, das kostet alles was, ne? Was kostet das jetzt hier? 6.000? 6.000? 6.000 Silberlinge, das ist jetzt auch nicht so viel. Oder auch, naja gut. Aber wir haben ja hier hinten erstmal Platz. Also das wird alles eingeebnet und wahrscheinlich alles abgerissen, außer die Edelsteine, die darf ich hier nicht abreißen, aber... Ja, wir machen hier Dorfzentrum. Und das kommt alles weg. Das machen wir schon mal. Das bereiten wir schon mal vor. Weil das soll uns nicht weiter stören. Das bereiten wir schon mal vor. Wir werden Gelände einglätten nach unten. So, das könnte man hier größer machen, ne? So. Der Teich ist dann weg. Die Fische auch. Tut mir leid. So. So. Das hat schon mal geklappt. Sind wir schon ein bisschen wieder was losgeworden, aber das macht ja nichts. So, dann brauchen wir jetzt die Möglichkeit... Bitte Rohstoffe entfernen. Das ist die maximale Größe, die wir haben. Dann nehmen wir hier mal die Steine raus, so. Ich hoffe, dass ich das alles wieder nachsetzen kann. So. Aber ich denke mal schon. Das Mana-Gelöt lassen wir da erstmal. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir bauen Gebäude. Die bauen wir neu erstmal und dann kann ich die alten kann ich abreißen, das ist kein Problem. Ich hätte gerne Gebäude, einen Lebensmittelmarkt. Und da sehen wir schon mal den Umriss, ne? Also der geht jetzt bis da ran. Ist ja alles nicht eben. Jo, was ist das denn? Das gibt's ja gar nicht. Werkzeuge. Hier nochmal drüber fahren. Nochmal neu einebnen. So. Dann bauen wir jetzt. Nochmal. Gebäude. Wir wollen ganz gerne einen Lebensmittelmarkt hier oben haben. Der hat auch ein gewisses Einzugsgebiet. Das ist mir aber erstmal Wurst. So. Dann brauchen wir noch. B. Dann brauchen wir den Gemischtwarenladen. Nee. Gemischtwarenladen. Ich will ihn rotieren. Warte, warte, warte. Er. So. Und dann nehmen wir uns noch B. Das Recht heraus. Wo ist es? Wo ist es? Hochwertige Waren haben wir hier noch. Und die Apotheke haben wir noch, ne? Das haben wir noch. Und hochwertige Waren haben wir noch. So. Gut, dann haben wir ja hier zumindest alles das, was wir hier anbauen können, haben wir dann schon mal hier angebaut. Dann machen wir uns jetzt dort dran, das straßenverkehrstechnisch anzubinden und da kriegt er halt eine Dreier-Allee ringsrum, damit immer ein bisschen was davor stehen kann von mir aus, ne? Also als Parkplatz durchaus davor parken kann, aber dass immer genügend Wege frei sind für unsere Dingenskirchen. So. Das heißt, wir machen dann auch noch hier. So. So. Was geht uns dann aus? Dein geht uns aus. Na gut, okay. Da werden wir dann auch nicht mehr glücklich werden. Das Stein geht uns ab und zu mal aus. So, also das wird dann quasi so dieses neue Zentrum hier. So wird das angelegt. Das wird dann jetzt nach hier gehen. Und dann gehen hier ein paar Häuser rein, da ein paar Häuser rein. Wie viele Häuser kann ich maximal bauen? 25 kann ich bauen. Wäre also in jede Richtung 6 Häuser circa. Also drei breit, dann hier die Häuser dahin gesetzt und dann ist gut. So, dann können wir ja, das kann ich ja schon mal machen hier. Kann ja schon mal dafür sorgen, dass alle Wohnhäuser da stehen. 1, 2, 3. So. Kann ich einen Straßenansatz wieder machen? Steine habe ich schon wieder. Dann mache ich mal erstmal Straßenansätze. Straße, Ansatz hier. 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 Und da. So. Wohnhaus.
Ich kann ihn noch bauen. Erstmal kann ich nur zwei bauen. So, dann müssen wir die anderen natürlich dann alle umverziehen, dann nachher hier hinten her. Dann müssen wir natürlich die ganze Warentransport, den müssen wir natürlich umlegen, dass der denn hier hinten landet. Also das wird sozusagen unser Stadtkern. Fürs Erste, ich werde noch Platz lassen für ein paar Häuser nach außen, beziehungsweise die Ecken können wir ja noch freilassen hier erstmal, ne? Also diese Ecke hier freilassen, die, da werden wir ja wahrscheinlich noch ein paar Häuser reinkriegen, wenn wir unser Haupthaus ausgebaut haben, oder da war das Haupthaus, können wir da auch reinstellen. Fürs Erste, ne? Das geht ja auch. So, wir müssen natürlich dann jede Menge Steine noch abproduzieren. Jetzt habe ich die da schon weggerissen, das ist aber nicht wirklich schlimm. Die kann ich noch wieder einebnen, sehe ich gerade. Werkzeug. So, eingeebnet. So, dann werden wir hier nochmal eine Steingeschichte aufbauen. Das heißt, wir brauchen hier B. Ein Gebäude namens Steinmetz. Rotieren. So. Du kriegst den Auftrag, einen Ziegelstein herzustellen. Und dann kriegst du hier 1, 2, 3, 4 Arbeiter. Die Arbeiter werden den Stein da rein transportieren. Und dann kriegst du noch ein Lagerhaus davor gestellt. Mit einem Förderband dazwischen, glaube ich. Also Förderband bauen. So, dann wird der Stein da raus transportiert und schon haben wir hier ein paar mehr Steine. So, werden hier erstmal produziert. So, dann können wir jetzt hier weiter Straßen bauen. Zumindest so ein bisschen so tun, als ob. So. So. So und so. So, dann müssen wir die Allee, die werden wir dann durchziehen hier. Da werden wir die Gebäude einfach versetzen. Das ist ja nicht weiter schlimm, das kriegt man ja hin. Auch wenn das jetzt gerade neu erst hier gebaut ist für die Papierindustrie, ne? Für unseren Bergbau. Und dann haben wir quasi... Dann müssen wir uns Platz schaffen. Platz, 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 damit wir dann alles bauen können, damit wir Häuser, Holz herkriegen und. Und hier wird dann halt eben ziemlich viel Verkehr entstehen. Das, denke ich mal, wird sich denn nicht vermeiden lassen, aber das ist erstmal so. So. Das sieht doch schon schick aus hier. Naja. Da ist der Stein schon wieder alle. Wie brauchen wir denn, um hier einmal gerade durchzukommen? Na, es geht. So, das heißt, wir werden jetzt hier nochmal ganz kurz Escape. Wir werden mal ganz. Ne, obwohl, das lassen wir erstmal noch produzieren, ne? Ja. Ach, lass produzieren noch so lange, wie es geht. Dann bauen wir jetzt die Straße noch vielleicht den Knick erstmal drumherum. So, wie sieht es überhaupt aus mit dem Bergbau? 41% haben wir schon. Sehr schön. So, das Ding ist auch schon wieder voll. Das Ding hier ist auch rammelte voll und kriegt dann hier natürlich dann Schwierigkeiten und Probleme, weil der Bauernhof nicht mehr genügend abnimmt. Also da müssen wir wirklich was nochmal tun. Wie kann ich das denn am günstigsten? Nee, warte mal. Bauen. Holztreppe, Arbeitern. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Steinrampe, damit Wagen und Arbeiter drüber kommen. Aber wir können das Ganze natürlich auf Holzpfeiler stellen. So, da drüber muss jetzt quasi die Straße gebaut werden. Erstmal einspurig. Steinbrücke. So. Dann brauchen wir... Können wir noch? Wir können noch. Einen Wagen. Der hier nach... Da. Müsste jetzt ja eigentlich die Brücke ja nehmen.
So, das sieht erstmal nicht doll aus für ihn, aber das reicht dir erstmal. Dann machen wir hier einen. Ein bisschen schneller schon mal geht und dann das werden wir dann auch hochpimpen irgendwann darauf, dass er dann auch mit anderen Sachen fährt. So, dann kann der nämlich hier auch Rezept wählen, ab und zu mal düngen. So, dann wird hier gedüngt. So. Und dann geht hier jetzt dann erstmal ein bisschen Dünger hier aus dem Laden wieder flöten und hat dann, wir haben dann erstmal ein bisschen Platz. Ist jetzt nicht so die Welt, die da flöten geht, aber naja, besser als ein Stein am Schädel, ne? Würde da ein ganz bekannter Mitspieler von mir dann sagen. So, dann Straße gebaut. Bis da ran. Dann hier so rum. Und da so ran. So. Vorerst wird die Straße dann so genutzt. So, jetzt müssen wir alle Wagen, die hier was hinliefern, müssen wir jetzt natürlich, oh Gott, wenn wir die alle hier drüber laufen lassen, das klappt nicht. Okay, anders. So. Dann verschieben. Dull. Wo ist denn das hier? Werkzeug. Da. Verschieben. Und zwar verschieben wir dich hierhin. Und dich dahin. So. Warte mal, wenn wir es schon verschieben, dann können wir es auch gleich richtig verschieben erstmal. So. So. Dann bauen wir Stoffförderband dahin. Dann bauen wir einen Greifer. Dahin. So. Dann bauen wir einen Winkel da dran. So. Dann hängt das jetzt aber nicht mehr am Lager dran. Schade eigentlich, aber dann haben wir, so haben wir wenigstens wieder aus dem Lager. So, und dann können wir hier dann die Straße dreispurig erstmal so durchziehen. So. Okay, der Papier-Heini, der macht aber auch einen langen Umweg hier. Naja, gut. So. Kann er erstmal schnell da Papier holen. So, die Schule kommt dann auch hier oben mit hin und so. Das wird alles hier oben in diese Eckkarrees mit rein. So sechs, wollen wir 6 Wohnhäuser oder wollen wir für 8 Wohnhäuser Platz lassen? Wenn wir jetzt für 8 Wohnhäuser Platz lassen, dann können wir da nämlich dann hier sagen, okay, 1, 2, 3, dann ist hier die Straße. So. Denn schon. Dann machen wir es auch gleich 3 breit. Also jetzt, ne, jetzt noch wieder anfangen zu schlüren und dann nachher so sagen, ach, hätten wir mal. Das wäre auch doof. So, dann können wir jetzt hier die nochmal um 1 verschieben. Wo ist das Werkzeug? Bewegungswerkzeug. So. Jetzt kriegt die das natürlich genau in den Eingang geliefert. Das ist natürlich doof. Dann geht das besser. So. Dann können wir hier schon wieder den Pfad, die Straße richtig anlegen. So. Naja, wir sind Einstein, kriegen wir wieder. So, gut. Dann haben wir das. Das heißt also, hier geht eine Straße lang. So, dann müssen wir jetzt 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Hier geht dann eine Straße lang. Ganz schön groß für so ein Eck-Dingsbums, ne? Das gefällt mir nicht. Okay, dann geht das so. So. Und dann machen wir Folgendes. Wir brauchen das Werkzeug verschieben. So. So. So sieht gut aus.
Alles klar. So, also wir fangen an, die neue Siedlung aufzubauen. Und zwar bauen wir die hier auf mit ganz vielen dicken Straßen. Ich weiß nicht, ob das gut oder nicht gut ist nachher am Ende. Und ob wir das so gebrauchen können. Aber ich denke mal, wir werden das mit ganz vielen Fahrzeugen dann hier reinbringen. Hier zwischen machen wir dann nur eine Einerstraße, die mitten durch die Blocks fährt. Ich glaube, das reicht hin. Da wird nicht allzu viel Verkehr sein. Vielleicht mal zum Ausweichen oder sowas. Und ja, das ist quasi jetzt unser Plan, den wir haben, den wir jetzt erstmal verfolgen. Ich mache jetzt hier erstmal ein schönes Bild davon. Und werde jetzt demnächst die ganzen Häuser quasi, wenn ich hier die Straße fertig habe. Und dann hier müssen wir halt eben gerade durch. Dann müssen wir alles schon mal verschieben, das Lager verschieben, das verschieben, das verschieben. Die Dinger dann loswerden. Und dann müssen wir natürlich die ganzen Wagen umstellen, dass die hier oben hochliefern. Und dann kommen die ganzen Häuser hier hinten noch ringsrum. Und dann müssten wir mal gucken, wie weit das dann läuft. Und dann müssen wir hier natürlich auch in der Küche sagen, dass dort Wagen abholen, ne? Vorerst. Was anderes wird uns erstmal nicht bleiben. Vielleicht müssen wir dann auch mal so ein bisschen rohes Fleisch oder sowas alles hier hinten hin verkaufen, damit da ein bisschen was an Produktion wieder in Schwung kommt und. Wir werden sehen. Alles klar. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.